Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Crafty Native 2012 aka Sebas. Ja, also jetzt kommt das der zweite Reisevlog aus dem Urlaub auf Fuerteventura. 2 Wochen, sehr, sehr chillig. Mehr zum Urlaub erfahrt ihr auf jeden Fall im Video. Und ansonsten, was soll ich noch sagen? Also, es tut mir leid, dass der so spät kommt, aber ich habe jetzt erst seit heute wieder Internet. Vorher hatte ich gar nicht die Möglichkeit, überhaupt was hochzuladen und deswegen kann ich das jetzt erst die Tage hochladen. Aber ich hoffe, das Video gefällt euch, weil ich gebe auf jeden Fall viel Mühe. Am Ende werde ich kein zweites Mal, wo ich so laber, machen. Also deswegen würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video.
Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus dem Urlaub. Das ist jetzt das erste Video, wo ich auch laber, weil bisher habe ich nur so unkommentiertes Zeug gezeigt. Es geht mir darum, also ich bin jetzt hier gerade auf Fuerteventura im Urlaub, es ist richtig geil, wir haben so ein Sporthotel, es bockt einfach nur. Und wir machen jeden Tag richtig viel Sport, Tennis, Fußball, Basketball, wir laufen, wir gehen ins Fitnessstudio. Wir haben jetzt Schwimmen natürlich auch im Pool und im Meer. Und wir gehen auch, wir haben heute auch fangen, deswegen sehe ich auch ein bisschen fertig aus. Ansonsten, also wir fahren auch manchmal in die Stadt und es macht echt übelst Spaß. Und heute waren wir in der Stadt und ich habe mir ein paar Sachen gekauft. Also einmal so ein Tanktop hier so. Ein bisschen No-Name-mäßig. Und dann, oh, mein ganzer Schrank hier, mein Chelsea-Trikot. Dann ein Boston Celtics-Tanktop. Und ein weißes T-Shirt, das hier ist mit so von New Era. Das ist so von. Also die kennt ihr, denke ich mal, die Marke. Ist auf jeden Fall sehr, sehr chillig hier. Und ja, das soll es gewesen sein. Also, was noch zu den Videos zu sagen ist, also wir sind heute mit dem Bus in die Stadt gefahren und ich habe halt aus dem Bus gefilmt. Also wenn das ein bisschen spiegelt, dann tut es mir leid. Wenn nicht, ist auch gut. Und naja, dann würde ich auch schon sagen, also ich kann euch noch kurz ein paar Sachen zeigen. Also hier ist so mein Dingens, also hier ist meine Cap, meine Sonnenbrille, mein DS, meine Karten, ein paar Comics und was zu lesen. Hier habe ich im Minigolf gewonnen, 71 Punkte, das war ich, der kleine Bruder von meinem besten Kumpel hatte 74 und mein bester Kumpel hatte 75, war aber trotzdem relativ gut. Und ansonsten, ja, hier ist mein Tennisschläger von Spielzone, ja. Okay, aber das soll jetzt echt gewesen sein von diesem Vlog. Vielleicht mache ich noch einen zweiten, wo ich auch laber. Aber ansonsten wird es das gewesen sein. Vielleicht auf jeden Fall kommen auch mal Videos vom Hotel selber. Und damit haut rein und bis im nächsten Vlog, wo ich rede. We'll be right back.
Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu einem letzten Video aus diesem Urlaub. Es hat mir sehr gut hier gefallen. Wir haben viel Sport gemacht, wir haben im Fitnessstudio Tennis, wir haben Fangen gespielt, Fußball am Anfang noch, aber dann kamen so doofe Dänen und die bocken nicht so. Auf jeden Fall war es ein sehr, sehr geiler Urlaub und ich würde mal sagen, das hier ist auch das letzte Video, was jetzt in diesen Reisevlog kommt. Weil ich habe jetzt gerade eben schon die letzten Videos noch gedreht, gerade eben, also ihr seid live danach dabei, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich hier gerade an der Rezeption und laufe hier ein bisschen rum, fühle mich ein bisschen komisch, weil mich die Leute so ein bisschen angucken, so als wäre ich ein bisschen behindert, weil ich mit einer Kamera rede. Aber na egal. Ich würde sagen, ich werde mir wahrscheinlich wieder richtig viel Mühe geben für dieses Video. Den Zusammenschnitt und die Fotos dazwischen und so. Und wie ihr seht, ich habe mir noch ein zweites Tanktop geholt. Ein grünes und eine Cap. Die habe ich jetzt nicht auf, aber eine Cap habe ich auch. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dann einen Putz-Video-Tank da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Vlog, je nachdem, was ihr gerade guckt. Und dann haut rein und ciao.